Ja, also schönen guten Tag hier heute beim Montur und Pulverdampf 2015. Bereits zum 8. Mal ein Mittelalterspektakel. Mittelalter, was sage ich eigentlich? Die letzten 7 Jahrhunderte Militärgeschichte werden hier abgehandelt. Teilweise auf dem Exerzierplatz, wo Militärgeschichte hochgehalten wird. Andererseits aber auch auf dem Kinderspielplatz, wo ein Kulturvermittlungsprogramm der Extraklasse geboten wird. Unter anderem stellt sich hier unser Maskottchen Eugen dem Kampf der Elemente. Und des Weiteren gibt es aber auch noch einen Turnierplatz und da sind wir selbst ganz besonders gespannt. Heuer erstmalig ein Turnierreiten, das hier stattfindet, wo auch tatsächlich Pferde in Montur auftreten werden, die dann gegeneinander antreten möchten. Und wir sind natürlich schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Nicht zu vergessen, fürs leibliche Wohl wird gesorgt sein. Das bedeutet, wir haben eine ganze Gastronomiemeile mit mittelalterlichen Gerichten, aber auch Gerichten aus vergangenen Tagen, aus anderen Zeiten. Und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bitte kommen Sie vorbei. Sie sehen, es ist schon ein ziemlich böses Gerangel. Sie versuchen sich die Treppen gegenseitig auszuhebeln. Treten ist erlaubt, Stoßen ist erlaubt. Aber das war ein guter Treffer gegen Malikotel. Sie sehen hauptsächlich... Prima! Gute! Danke! Schließt die Pfannen! Lasst ab die Pfannen! Herstellt euch! Tut auf euer Maß, gebt Pulver und Blei in die Musket!
Ja. Jetzt kommt die eigentliche Treibladung mit dem Geschoss in die Muskete. Zieht den Ladstock heraus. Fasst den Ladstock kurz. Stampfpulver im Blei. Zieht den Ladstock heraus und dann den rechten Not und die Muskete quer von Leib. Die Muskete ist jetzt soweit geladen, jetzt ist nur noch die Zündung. Legt auf die Lund und prüft die Lund. Jetzt ist die Muskete schussfertig. Nee, morgen ist ja noch morgen. 9 bis 6. Muskete legt an. Achtung, jetzt wird's laut. Blast an die Lund. Öffne die Pfanne. Mund. Ohr zu. Gib Feuer. Ja, schon wieder. Oh, welche Laterne? Die Topflaschen sind voll. Da haben wir einen Einwurf in der Ferne.